Meeren und an Land ist das Leben bedroht. Täglich sterben etwa 150 Arten aus. Wie kann der Mensch dieses Sterben stoppen? Wie retten wir die Artenvielfalt? Wenn ein Tier ausstirbt, dann heißt es nicht nur, dass der Natur ein hübsches und interessantes Exemplar verloren geht, sondern auch, dass das Leben für die Menschen ein Stück schwieriger wird. Zum Beispiel entdeckten Forscher im Magen eines australischen Frosches einen möglichen Wirkstoff gegen Magengeschwüre. Aber bevor die Substanz isoliert werden konnte, war der Frosch ausgestorben. Ein ähnliches Schicksal droht dem Nasenfrosch in Chile. Bis vor kurzem war er fast im ganzen Land zu Hause und heute sucht man den Rufum-Nasenfrosch im Norden schon vergeblich. Sein Kollege im Süden, der Darwin-Nasenfrosch, ist noch zu finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Das wusste Björn Enke zwar auch nicht, aber er wusste, wen er fragen muss, um einen Darwin-Frosch zu finden. In Villarrica ist die Welt noch in Ordnung. Mit seinen Vulkanen, den auch heute noch intakten Araukarienwäldern und der lieblichen Landschaft gehört die Region zu den beliebtesten Ausflugszielen der Chilenen. Seit 2 Jahren untersucht die Biologin Joara Burg im Auftrag eines deutschen Forschungsprojektes das Leben des Darwin-Frosches. Das plötzliche Verschwinden seiner nördlicheren Unterart hat die Wissenschaft alarmiert. So etwas soll nicht noch einmal passieren. Es geht dabei um weit mehr als den Erhalt eines 3 cm kleinen Frosches mit einer skurrilen Nase. Es ist seine einzigartige Brutbiologie, die den Darwin-Frosch zu einer Spezies von unschätzbarem Wert macht. Anders als bei anderen Amphibien wachsen die Kaulquappen nämlich nicht im Wasser heran, sondern im Kehlsack des Vaters. Die Männchen sind etwas kleiner als die Weibchen. Und wenn wir ihn umdrehen, können wir die Kaulquappen in seinem Kehlsack sehen. Wenn man ein bisschen kitzelt, dann bewegen sie sich. Wie viele sind das? Normalerweise zwischen 1 und 7. Das ist so der Durchschnitt. 2 Monate bleiben die Quappen im Kehlsack des Männchens, bis sie als 4 mm kleine, fertige Jungfrösche vom Vater ausgespuckt werden. Große Sorgen bereitet der Wissenschaftlerin die Veränderung des Klimas. Die letzten Sommer waren extrem warm und trocken, die Winter hart. Für die empfindlichen Frösche ein Problem. Höhere UV-Strahlung und geringere Luftfeuchtigkeit sind Gift für ihre sensible Amphibienhaut. Die größte Gefahr aber geht von einer Pilzseuche aus. Weltweit sterben Jahr für Jahr zahlreiche Amphibienarten aus, zur Strecke gebracht von einem Hautpilz, der sich mit rasender Geschwindigkeit ausbreitet. Man weiß, dass die Haut sich durch den Pilz verhärtet. Die Haut aber spielt bei Amphibien eine entscheidende Rolle. Sie dient als Atmungsorgan. Und sie ist wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt der Frösche. Außerdem produziert dieser Pilz ein Gift, das den Fröschen schadet und zu ihrem Tod führen kann. Auch bei den Darwin-Fröschen konnte Joara Burg den Pilz schon nachweisen und musste einen Rückgang der Population feststellen. Nicht ausgeschlossen, dass der Pilz auch bei dem Verschwinden des nördlichen Rufum-Nasenfrosches eine Rolle gespielt hat. Solange dies nicht geklärt ist, wird Joara Burg weitermachen mit der Erforschung des Darwin-Frosches und auch mit der Suche nach seinem verschollenen Vetter. Vielleicht taucht er ja doch noch mal wieder auf und ist nicht ausgestorben. Mehr zum Thema Artenvielfalt finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter morgenmagazin.zdf.de.